hab nicht gewusst, dass sie hier ist. Es hat keinen Sinn, wenn du heulst, Kind. Es kommt manchmal vor, dass man sich verrechnet. Verehrte Zuschauer, zum Programmschluss meldet sich noch einmal die Heute-Redaktion. In Berlin ist gestern Abend eine Demonstration von 1000 Menschen gegen den Beginn der Rodung von 600 Bäumen im Tegeler Forst friedlich verlaufen. Anlässlich dieser Demonstration gegen den Bau eines Zubringers zur neuen Autobahn Berlin-Hamburg hatte der Polizeipräsident erstmals ein Vermummungsverbot für Demonstranten erlassen. Wie die Polizei mitteilte, wurde diese Anordnung von den Autobahnbaugegnern befolgt. Der wegen seiner Aktivitäten gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens von seinem Amt als Magistratsdirektor suspendierte Schubert darf seine Arbeit wieder aufnehmen. Die dritte Strafkammer des Verwaltungsgerichts stellte der Stadtverwaltung einen entsprechenden Beschluss zu. Das Gericht betonte, die Stadt habe keine Gründe vorgebracht, die eine weitere Suspendierung Schuberts rechtfertigen würden. Aus dem Frankfurter Römer hieß es dazu, man werde die Entscheidung des Verwaltungsgerichts zur Kenntnis nehmen. Die Stadt werde nunmehr ein förmliches Disziplinarverfahren nach dem Beamtenrecht einleiten. In der Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei sind zwei prominente Politiker von ihren Ämtern abgelöst worden. Der Bezirkschef von Danzig, Fischbach, sowie der Parteichef für die Region Katowice, Sabinski, sind zurückgetreten. Beide Regionen waren immer wieder Zentren des Widerstands gegen das Kriegsrecht in Polen. In der Tschechoslowakei finden Ende Januar Manöver statt, an denen auch Truppen aus der Sowjetunion und Ungarn teilnehmen. Dies bestätigte Prag aufgrund der Bestimmungen der KSZE-Schlussakte der amerikanischen Regierung. Der frühere amerikanische Botschafter in der Bundesrepublik und derzeitige Staatssekretär im Außenministerium Stössel soll neuer stellvertretender Außenminister werden. Dies hat US-Präsident Reagan dem Senat vorgeschlagen. Stössel würde Nachfolger von William Clark werden, der jetzt Sicherheitsberater des Präsidenten ist. Die spanische Regierung hat sich mit London darauf geeinigt, die Grenze zur britischen Kronkolonie Gibraltar am 20. April wieder zu öffnen. Sie war 1969 vom damaligen Diktator Franco geschlossen worden. London und Madrid wollen zugleich Verhandlungen aufnehmen, um alle Meinungsverschiedenheiten über Gibraltar auszuräumen. Der spanische Regierungschef Calvo Sotelo machte bei seinem Besuch in London jedoch klar, dass sein Land nach wie vor die britische Felsenkolonie für sich beanspruche. Und hier noch die Wetteraussichten. Im Süden verbreitet Schneefall, im Norden sonnig, aber kalt. Damit, verehrte Zuschauer, ist das Programm des ZDF beendet. Wir wünschen eine gute Nacht.